muss die Blockierung der Läden lösen. Ich brauche mehr Kraft. Etwas hält ihn in Position. Fast geschafft. Ich muss die Blockierung der Läden lösen. Zu stark für mich. Setzen wir das andere Pendel in Bewegung. Das letzte Feuer löschen. Thank you.
Der Wind heult nicht mehr. Zeit hier zu verschwinden. Jonah, hier sind Inka-Ruinen, aber ich glaube, das Fundament des Tempels ist älter. Ja, Abby hat sich erinnert, wo sie das Symbol sah. Es ist irgendwo im Tempel. Sehr gut, sag ihr Danke von mir. Ich bin hier. Es ist genug Dank, wenn du nichts kaputt machst. Ich bin gleich da, Lara. Kuniraya, der Inka-Gott des Mondes. Er war von relativ niedrigem Stand und hatte deshalb auch keine Gefährtin. Das hier erzählt die Geschichte, wie er seinen Samen zu einer Frucht formte, deren Verzehr die Göttin Kaviyaka schwängerte. Da Kaviyaka noch Jungfrau war, kam ihre Schwangerschaft ziemlich überraschend. Als ihr Sohn geboren wurde, beantwortete er die Frage nach seinem Vater allerdings sofort, indem er direkt auf Kuniraya zukrabbelte. Kaviyaka sah sich durch Kunirayas niedrigen Stand derart gedemütigt, dass sie mit ihrem Sohn nach Peru floh, wo sie sich in Meeresklippen verwandelten. Brauchst du irgendwas? Wir könnten handeln. Ah, esa mujer está loca. Hallo. Lass mich raten, du sollst mich für Omar aufmischen. Von mir kriegt der Mistkerl gar nichts. Wovon redest du denn da? Was ich... Tut mir leid. Das Messer, die Waffe... Ich dachte... Na, vergiss es. Suchst du was Spezielles oder siehst du dich nur um? Was hast du denn? Was ich habe? Das hier ist Cuvaquiacu, eine der größten Ausgrabungsstätten in Südamerika. Naja, sie könnte es sein. Sie sollte es sein. Wenn die Plünderer nicht wären? Ganz genau. Omar und seinen Leuten geht's ums Geld, nicht um Geschichte. Ich verkaufe Objekte von kultureller Bedeutung. Vielleicht beschädigt, aber man kann sie restaurieren. Ich zeig dir, was ich habe. Ausgezeichnete Wahl. Viel Spaß. Wenn du wieder handeln willst, ich bin hier.
Miss Ortiz, danke für Ihre kürzliche Anfrage. Anhand der Proben, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, wurde ein Wasserqualitätsindex WQI der Flussgebiete nahe dem Dorf Kuwakyaku erstellt. Die Auswertungen zeigen, dass die Qualität als schlecht eingestuft werden sollte, da maßgebliche Faktoren wie Verschlammung, chemische Verschmutzung und Schwermetallbelastung festgestellt wurden. Sowohl Trübungen als auch Feststoffe überschreiten die ökologischen Grenzwerte. Wasser mit einer hohen Trübung ist nicht als Trinkwasser geeignet und die große Menge an Feststoffen bedeutet, dass es auch nicht zur Bewässerung verwendet werden kann, da dies zu einer Schädigung der Böden führen würde. In den betroffenen Flussgebieten wird darüber hinaus höchstwahrscheinlich kein Fischfang mehr möglich sein, was sich wiederum negativ auf die Existenz der Einwohner auswirken wird. Des Weiteren lag der pH-Wert im hohen alkalischen Bereich, während der chemische Sauerstoffbedarf ebenfalls die Grenzwerte überschritt. Beides Indikatoren für eine chemische Verunreinigung des Flusses. Wasser mit einem hohen pH-Wert, hartes Wasser, ist korrosiv und kann sowohl Rohrleitungen als auch Kleidung angreifen. Hohe Fluoridwerte im Wasser erhöhen das Risiko, an Leiden wie Zahn- oder Skelettfluorose zu erkranken. Darüber hinaus stellen pathogene Bakterien wie Salmonellen ein akutes Gesundheitsrisiko für die einheimische Bevölkerung dar. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Ich bin neu hier, bleibe aber nicht lange. Lass dich nicht täuschen. Das hier ist ein guter Ort. Schwierig, aber gut. Dein Garten hat den Sturm wohl überlebt. Durch Glück und harte Arbeit. Wir haben ihn gemeinsam angelegt, also haben ihn auch alle geschützt. Ich glaube nicht, dass ich das kann, Bancho. Ach, schon ist ganz einfach. Jemand hat den Weg verbarrikadiert. Ich
Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Möge Vaders Wunsch nach Macht gestillt werden, wenn wir ihm in die jenseitige Welt folgen. Hier geht's wohl nicht weiter. Oh, Scheiße! Dieser Raum hat sich besser gehalten als der Rest der Höhle. Yeah.